Der FC Ingolstadt hat Frederik Anano verpflichtet. Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde und für Deutschland bei der U20-Weltmeisterschaft zum Einsatz kam, kommt von Roda Kerkrade aus der niederländischen Eredivisie und erhält bei den aufstiegsambitionierten Schanzern einen 3,5-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Anano schließt sich ab sofort dem FC Ingolstadt an und soll bei den Oberbayern die Defensive verstärken. Der Youngster von Roda JC Kerkrade ist nach Phil Neumann der nächste deutsche U20-Nationalspieler in Diensten der Schanzer. Frederik ist in der Defensive flexibel einsetzbar und trotz seiner jungen Jahre ein sehr robuster Spieler, der uns vor allem perspektivisch verstärkt. Wir sind sehr froh, dass wir ein junges und hungriges Talent, das auch schon bei den DFB Junioren überzeugen konnte, für unseren Weg begeistert haben, wird Ingolstadts Sportdirektor Angelo Fier in einer Vereinsmitteilung zitiert. Anano wurde am 20. September 1997 in München geboren und hat togolesische Wurzeln. Der FCI ist ein junger und ambitionierter Verein, bei dem ich beste Voraussetzungen habe, um den nächsten Schritt zu machen, freut er sich auf seine neue Aufgabe. Ausgebildet beim 1. FC Köln, wechselte Frederik Anano 2016 aus der U19 des FC nach Kerkrade, wo er insgesamt 32 Pflichtspiele für Roda JC absolvierte. Des Weiteren stehen für ihn 10 Spiele in Deutschlands U20 zu Buche, 2 davon bestritt er bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Korea. Die Oberbayern haben noch einen weiteren Deal eingetütet. Mediamarkt und der FC Ingolstadt 04 haben ihre seit der Saison 2015/16 bestehende Partnerschaft vorzeitig um 2 weitere Jahre verlängert. Mediamarkt bleibt damit zunächst bis zur Saison 2019/20 Haupt- und Trikotsponsor der Schanzer, der Vertrag beinhaltet zudem weitergehende Verlängerungsoptionen.